1965 schuf Ed Lissier das Werk Music for a Solo Performer, ein Klassiker der Klangkunst. Die Idee ist, dass die Hirnströme eines Performers gemessen werden und je mehr sich dieser im Ruhezustand befindet, desto stärker werden reparierte Lautsprechermembrane angeregt. Also der Witz ist, dass der Performer nur durch Nichtstun Klänge erzeugen kann. Auf YouTube finden sich da einfach noch ein paar Videos. Wir werden das Stück von Lucien in einer noch erschwerten Form aufführen. Unser Performer soll sich auch ganz entspannen und dadurch elektronische Klänge erzeugen. Er bekommt aber zusätzlich noch einen Kopfhörer auf dem er selber noch verschiedene Dinge hört, die ihn aber nicht erregen dürfen. Wir werden das Stück von Lucier also abgewandelt mehrfach aufführen. Winfried Rager, unser Solo-Performer, wird sich also möglichst ganz entspannen und dadurch elektronische Klänge erzeugen. Dann haben wir die Band Heather O'Donnell, Arnulf Ballhorn, Theo Nabicht, Alexandre Babel und André Bartetzky in der Klangregie. Wenn zum Beispiel der Solist eine bestimmte Frequenz erreicht, dann soll das Klavier bestimmte Akkorde spielen. Im ersten Stück werden wir ihm auf die Kopfhörer einen Ausschnitt aus dem Programm geben, das heute in der Berliner Philharmonie läuft. Das ist das Programm. Und im Augenblick erklingt dort gerade die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Das wird er hören. Er ist der prototypische westliche Mensch und er soll als Besucher der Philharmonie natürlich nichts tun, also nichts denken. Er soll ganz passiv im Sessel sitzen und wenn das ihm gelingt, dann werden wir dadurch etwas hören. Also genießen Sie jetzt die Musik, dank Winfrieds Lethargie. Dass ich einen atonalen, punktuellen Satz habe und da dann manche Noten durch Popmusikfetzen ersetze. Oder beim Westernman, wo ich Alvin Lucias Setup dann um gesellschaftlich-politische Gehalte ausbaue. Dann wollen wir als nächstes sehen, wie es geht, wenn er Heavy Metal hört. Es ist auch ein philosophisches Bild. Der Performer ist ein Transformer und macht hörbar, wie er hört. Und der Zuschauer befindet sich in der platonischen Höhle und nimmt die Schatten wahr. Ja, sehr gut. Dann als nächstes gebe ich auf die Kopfhörer von einem Hardcore-Pornofilm die Tonspur an allgeile Bulgarinnen. Mal schauen, wie gut das jetzt klingt. Entspannen Sie sich auf. $30,9 Milliarden Dollar Verlust.
Infolge der Finanzkrise musste General Motors bislang 47.000 Arbeiter entlassen. Schätzungsweise 80 bis 100 von ihnen begingen das Jahr 2009 Selbstmord. Die Bank of America... Okay, das könnte ja egal sein. Also, ja, bleibst du ganz entspannt und dann klappt es vielleicht wieder, wir hören Musik.